Fragen zu stellen. Kurz zum IAB, Interactive Advertising Bureau, was ja viele nicht mehr wissen, die Abkürzung, ist ein globaler Interessensverband für die digitale Medien- und Werbewirtschaft und es gibt 42 Länderableger. In Österreich sind wir der größte Interessensverband. Wir kümmern uns um Standardisierungen, treiben fachliche, inhaltliche Ausrichtungen voran in diversen Arbeitsgruppen, die es gibt, setzen Events wie das heutige Event auf, aber auch setzen den größten digitalen Marketingpreis, den Wettbewerb, im Herbst um. Wenn Sie noch nicht Teil vom IAB sind, dann ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn. 20 Jahre IAB Webbed, 20 Jahre größter Digital-Marketing-Preis in Österreich, das Jubiläum in diesem Jahr. Und zu diesem Zweck haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Bei den Veranstaltungen, die wir sonst so kennen in unserer Branche, geht es um inhaltliche Weiterentwicklungen, um rechtliche Rahmenbedingungen, technische Herausforderungen und Lösungen, um Marketing generell, um viele inhaltliche Thematiken, mit denen wir uns Tag ein, Tag aus beschäftigen. Beim Fireside-Chat haben wir uns überlegt, wir wollen gern Menschen in den Vordergrund rücken, die maßgeblich unsere Branche mitgeprägt haben und es auch weiterhin tun. Wir wollen über den Werdegang sprechen dieser Menschen. Wir wollen sie fragen, wie sie Erfolg, aber auch vielleicht Misserfolg definieren. Was hat sie geprägt im Laufe der Zeit? Was hat sie verändert? Mein Gesprächspartner heute wird mir digital zugeschaltet werden. Und es gibt für euch alle da draußen, liebes Publikum, die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Einfach auf das Chat-Kästchen klicken und die Fragen dort eintippen. Und am Ende des Chats werde ich diese dann unserem Gesprächspartner vorlesen. Ja, und ich freue mich sehr, heute bei dieser, wie gesagt, Weltpremiere gleich einmal einen Pionier im digitalen Marketing in Österreich begrüßen zu dürfen. Er war IAB-Vorstand beim allerersten Webbed und auch maßgeblich damals an der Umsetzung beteiligt. Er ist jetzt weltweit für die digitale Kommunikation bei Dr. Oetker verantwortlich. Ich möchte mit ihm über seinen Werdegang sprechen, wie gesagt. Ich möchte natürlich auch die Anfänge des Webbeds beleuchten. Wie war das damals? Ja? Wie war das Team? Wie waren die Geschichten? Ich muss fast ein bisschen über seine und meine Heimat Kärnten sprechen, ganz klar. Und ich möchte ihn vor allem auch fragen, ja, was ihn getrieben hat dazu, eine 150 Kilometer lange Expedition zum Südpol zu machen. Da steckt sehr, sehr viel drin, da kann man sich wirklich drauf freuen, auf die Geschichten. Ich darf ihn jetzt recht herzlich begrüßen, Alexander Sascha Dauchhammer. Bitte, kommt zu mir, da ist er schon. Ja, hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Also durch die Einleitung fühle ich mich jetzt schon wirklich alt, dass ich vor 20 Jahren schon dabei bin. Aber ja, ich freue mich auf den heutigen Fireside-Chat. Ja. Das ist ein bisschen Teil dieses Chats. Wir reden ein bisschen über die Vergangenheit. Ja, das ist eben Teil dieser Idee. Danke, dass du dabei bist beim allerersten Fireside-Chat, lieber Sascha. Wie geht's dir und wo befindest du dich gerade? Ja, mir geht's eigentlich super. Bei diesem Wetter draußen regnet es bei uns hier in Villach. Ist der Kamin im Hintergrund wirklich herzerwärmend. Und ja, so geht es mir eigentlich gut. Und ja, freue mich eigentlich jetzt auf deine Fragen. Was ich dich schon immer fragen wollte, seit meiner Zeit, als ich angefangen habe, damals als junger Mediaplaner, mich aber nicht getraut habe, jetzt stelle ich die Frage, wie kam es eigentlich zu deinem Spitznamen? Sascha ist ja, wie ich weiß, ein Spitzname. Gibt es da irgendwie eine Herleitung dazu? Ja, das stimmt schon. Also Alexander nennt mich fast niemand, obwohl ich so heiße. Das hat eigentlich den Grund, dass ich 1974 auf Frühgeburt war, 2 Monate zu früh auf die Welt gekommen bin und meine Großmutter mich angeschaut hat und gesagt hat, Alexander war doch der Große und ich schaue eher so wie ein kleines Zwutschgerl aus. Also das ist eher so wie ein Sascha. Und so ist eigentlich das hängen geblieben und jeder sagt eigentlich nur mehr Sascha zu mir, ja. Privat und beruflich bist du also der Sascha. Genau so ist es. Was es manchmal nicht ganz einfach macht, sagen wir so immer, dann die Unterschiede erklären. Manche haben gedacht, ich bin 2 Personen, aber das ja. Passt so. Bringt gleich mal was zur Kommunikation. Lass uns gleich ein bisschen über deine Anfänge, nicht nur in der Branche, sondern deine Anfänge als Mensch sozusagen sprechen. Wie war eigentlich deine Kindheit so?
ja, der glückliche Kindheit gehabt, bin in Klagenfurt im Plattenbau aufgewachsen und ja, viel gemacht. Und was man hier vielleicht sieht, mein erstes Elektroauto, schon damals schon, 1979, mein Papa war da bei Warta Batterien und der ist mit so einem Batterieauto nach Hause gekommen. Und das war natürlich dann in so einem Plattenbau, wo es eigentlich nur wenige Autos auch gegeben hat, normale Autos, sagen wir so, ein Wahnsinn, dass ein Auto mit Batterie fährt. Und man beachte das Wiener Kennzeichen vorne. Also das war eigentlich damals der Vorgänger der heutigen Elektromobilität. Und ich war damals schon stolz, hier gleich eine Runde zum Eisessen mit meinen Freundinnen fahren zu können. Gab es eigentlich damals schon in den Kindertagen einen Berufswunsch von dir? Wolltest du damals schon immer mal was werden? Ja, also Schule hat mich nicht so interessiert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wollte schon immer entweder in einer Kinderüberraschungseierfabrik arbeiten oder in einer Puddingfabrik, weil einfach das waren meine liebsten Sachen, was ich gern gegessen habe, auch heute. Und irgendwie habe ich es dann geschafft mit Pudding und Dr. Oetker. Ich glaube, das müsste schon jetzt die Headline sein für die Nachberichterstattung, ja, dass du jetzt in der Puddingfabrik sozusagen ja, arbeitest, unter anderem Puddingfabrik. Genau. Vielleicht kommen wir gleich, starten wir vielleicht mit dem aktuellen Job auch, gehen dort jetzt mal weiter. Kannst du uns mal mitnehmen, du bist seit 18 Jahren bei Dr. Oetker. Das ist ja für die digitale Marketingbranche eine sehr lange Zeit. Jetzt würde es mich interessieren, Sascha, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie war dein Anfang damals bei Dr. Oetker und was machst du heute? Gerne. Also ich habe 2005 bei Dr. Oetker begonnen, weil mich der damalige Geschäftsführer nach Kärnten wieder zurückgeholt hat und gesagt hat, ja, Sie müssen dieses neuartige Ding Internet möchten Sie gern aufbauen, weil Dr. Oetker war damals um die 95 Jahre alt und von daher hat man dann mich gebeten, dass ich das Internet dann aufbaue, damit dieses verstaubte Image von Dr. Oetker eigentlich wegkommt, ja. Okay, da haben wir schon eine Zwischenmeldung von Max Mondl, der sich bedankt für den Pizzaschneider, den er heute noch hat, offensichtlich heute noch funktioniert. Liebe Grüße an der Stelle. Hallo Max, ja, kann mich noch erinnern an die Horizont Soccer Trophy, wo wir uns da gematcht haben am Fußballfeld, ja. Ich möchte kurz nochmal zu den Anfängen zurück. Ja. Genau. Du hast auf der grünen Wiese auf einem weißen Blatt Papier für Oetker das aufgebaut. Jetzt möchte ich dich gerne fragen, auch wie war das damals für dich auch persönlich? Wie bist du mit dieser doch großen Herausforderung, sowas in einer Zeit aufzubauen, wo das noch gänzlich neu war? Wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen? Ja, es war halt viel Überzeugungsarbeit notwendig, aber ich sage, jeder, der länger in der Branche ist, der kennt das. Man hat immer beweisen müssen, dass das Internet nicht das Böse ist und dass es was bringt und dass nicht nur die jungen Leute da drin sind und so weiter. Und das hat eigentlich damit begonnen, 2005 gleich, mit der Restaurante-Pizza-Kampagne, die ich online umgesetzt habe, damals mit 100.000 Euro nämlich. Das war ein großes Budget zur damaligen Zeit. Und da habe ich gleich einmal die gelbe Karte auch vom Vorstand von Dr. Oetker bekommen, der dann gleich gesagt hat, das gibt es ja nicht. Und zwar, das ist ja alles nur für junge Leute und die Restaurante-Pizza, das ist ja die Marke und das kann ja nicht zusammenpassen. Und wie gesagt, da habe ich viel Kritik einstecken müssen. Aber wie gesagt, ich habe mich dann vorbereitet, habe dann mit den klassischen Marketing-Kennzahlen geantwortet, wie Netto-Reichweite, Brutto-Reichweite, Opportunities to see, GRP und so weiter und habe es dann übersetzt und habe es dann in klassischen Marketing-Kennzahlen bewiesen, dass eigentlich hier diese Kampagne noch viel effektiver war als jetzt klassische Plakatkampagnen, TV-Kampagnen zur damaligen Zeit. Und somit war das immer wieder ein Stück Arbeit zu beweisen, warum was eigentlich funktioniert und auf welche Ziele das Ganze halt einzahlt. Ja. Und ich 2008, 2009 wollte ich noch dazu sagen, war es ja so, und zwar in Österreich habe ich ein bisschen mehr Freiheiten gehabt, weil es von der Zentrale von Dr. Oetker ein bisschen entfernt war. Und da habe ich schon begonnen mit Facebook, mit YouTube und so weiter. Und zu Beginn haben alle gesagt, ja, das schaut ja keiner im Internet, dieses Fernsehen. Und Dann Facebook, was ist, wenn ein Konsument da was Böses schreibt, das wollen wir nicht, dass das irgendwo geschrieben steht. Da hat man eigentlich hier sehr viel Bedenken gehabt, sagen wir so, dass das einem Unternehmen oder einer Marke, die so traditionell ist, schadet. Und
Deswegen, wie gesagt, erst 2009 ist auch YouTube oder auch Facebook und so weiter in Deutschland eingeführt worden, weil wir bewiesen haben, dass das nichts Schlimmes ist und dass es einfach der neue Weg der Kommunikation ist. Und das waren so die Beginne und jetzt sind alle happy und froh, dass wir auf diese Wege gegangen sind und wir sind auch echt gut unterwegs. Also falls jemand vielleicht über die Schokopizza oder Fischstäbchenpizza und so weiter, also die ganzen Social-Media-Geschichten gehört hat. Also das hat sich alles entwickelt. Ja. Das heißt, heute musst du nicht mehr die Überzeugungsarbeit leisten in der Form, weil du es damals schon einfach getätigt hast, oder? Ja, die geht nie aus. Also, das ist sicher ein Learning. Aha. Wir müssen immer wieder zurückzukommen, zu beweisen, auf welche Ziele zahlen die Maßnahmen natürlich ein. Und ja. Was kosten die, wie ist die Effektivität und der Return on Invest und so weiter. Also das glaube ich, hört nie auf, aber es wird einfacher, weil man nicht von null beginnen muss, alles zu erklären. Da muss ich jetzt näher nachfragen und da werden wir jetzt schon ein bisschen inhaltlich werden. Was mich sehr interessiert, du sagtest ja vorhin, du hast schon in den Nullerjahren diese Zusammenführung geschafft, ja, der klassischen Marketing-Mediaplanungs-KPIs mit den digitalen Marketing-KPIs. Wie geht das? Wie tut man das? Ja, ich habe es irgendwie immer so gelernt, pragmatisch zu denken und die erste Frage, die gekommen ist, was ist ein Klick wert im Jahr 2000 oder was ist eine Banner-Einblendung wert oder was ist denn so ein Like überhaupt wert? Und das hat mich schon in frühen Zeiten einfach gelehrt, ich muss irgendwie die Brücke schaffen zu erklären, in welches Ziel zahlt das ein, die Aktivität, wie kann ich es messen und wie kann ich dann schauen, okay, was hat es gekostet und was bringt es? Das ist alles. Und das ist halt das Wichtige, dass man hier halt hier messbar macht und wenn es nicht messbar ist, dann Analogien bildet, wie man dazu führt. Das sind auch, dass man zum Beispiel bei den klassischen Marketing-KPIs manche Analogien bilden muss, um manche Sachen zu erklären. Analogien wie zum Beispiel? Analogien und zwar, dass man Sachen gleichsetzt. Also sagt, dass man die Unique User vielleicht mit der Netto-Reichweite oder Unique Clients setzt oder dass man die Bruttoreichweite mit den Page Impressions oder Ad Impressions zum Beispiel setzt, das Frequency Cap zum Beispiel dann mit der Frequenz oder Opportunities to See, also was man einstellen kann. Also es wird in manchen Dingen nicht genau 100% das Gleiche sein, aber ich sage, man kann hier durch Analogien einen großen Teil auch erklärbar machen und ist eine Sache der Interpretation, aber der anderen Seite gegenüber, die vielleicht nicht täglich mit dem Business zu tun haben, wird es dann einfach in seiner Sprache erklärt und auch verständnisreicher. Das heißt, du bist weiterhin sozusagen dabei, das zu erklären, wie du auch sagtest, bist du weiterhin dabei, die Überzeugungsarbeit zu leisten. Genau. Jetzt hast du ja auch ein Buch geschrieben, Sascha. Was geht es da um ähnliche Thematiken in dem Buch? Ja, also ich habe ein Buch mit zwei ganz lieben Kollegen, den Alexander Schwarz-Musch und den Bernhard Kurz von der Fachhochschule Kärnten, wo ich auch unterrichte, geschrieben. Und zwar, wir haben uns beschäftigt über die Digital Marketing Roadmap. Das ist im Springer-Gabler Verlag erschienen. Und zwar von der Analyse zur Konzeptentwicklung bis hin zur Erfolgsmessung im digitalen Marketing. Und das ist einfach so, so wie eine Roadmap, wo man sich hinsetzen kann, von A bis Z einfach die Sachen durchgehen, damit man eigentlich einen Überblick über das Ganze hat. Weil so oft ist es mir gegangen, dass ich zu Unternehmen gekommen bin oder auf der ganzen Welt zu den Dr. Oetker Offices. Und da ist mir erzählt worden, wir haben jetzt diese TikTok-Kampagne gemacht oder Facebook. Die haben dann gefragt, ja, aber welches Ziel zahlt das ein? Dann ist oft ein Nachdenken gekommen und gesagt, ja, weil es irgendwie der Chef gesagt hat, weil vielleicht die Tochter mal einen Facebook-Account hat vor ein paar Jahren. Oder es kommt mir heute noch vor, dass man dann die Ziele zum Beispiel nicht richtig erklären kann, wohin die Maßnahmen einzahlen, wie man das misst und was sie auch bringt. Ja. Und das ist so der große Bogen, also von dem Beginn weg, von der Analysephase, Ziele definieren, Konzepte bis hin zur Erfolgsmessung, aber auch für Unternehmen wie Dr. Oetker, wo ein Großteil der Geschäfte eigentlich nicht digital und messbar ablaufen, sondern im Handel. Und zwar, wo lokal gekauft wird. Und da war oft der Break, dass man nicht sagen hat können, was bringt mir jetzt zum Beispiel ein Facebook-Like oder ein Klick auf Google Ads, wenn dann im Supermarkt gekauft wird. Das haben wir auch messbar gemacht. Das kannst du jetzt alles herleiten und beweisen. Und
Genau. Steht auch das alles im Buch drin? Wenn ich das Buch jetzt lese im Nachgang des Gesprächs, dann kann ich mir das auch so herleiten, oder? Genau, so ist es, ja. Also es gibt einen Überblick, wie man hier herangehen kann und die Analogien, von welchen ich gesprochen habe, kann man auch auf andere Branchen gut eigentlich dann auch mitnehmen und auch die Analogien ableiten. Ja. Jetzt interessiert es mich als jemand, der bei Agenturen war oder ist, wo diese Zielsetzung, ja, wo muss das anfangen? Wo ist da der ausschlaggebende Punkt in dieser Kette, die wir da haben, wo die Ziele gesetzt sein müssen und was braucht es eben dafür, dass das umgesetzt wird? Welche Tipps kannst du da geben? Eigentlich wieder mal ganz einfach, es gibt ja Unternehmensziele fast jedes Unternehmen hat einmal Ertragsziele, Umsatzziele, also Finanzziele. Und von denen, wie gesagt, werden ja das sind sogenannte Oberziele, dann weitere Ziele, Mittelziele, Unterziele abgeleitet. Und das ist genau das Wichtige, dass man auch in Unternehmen reinbringen sollte, von diesen obersten Zielen einfach Ableitungen zu treffen, wohin zahlen diese Ziele ein und dann auch weiter die weiteren Ziele. Und so kann man dann Zielhierarchien bilden und dann hier jede Abteilung auch sichtbar machen und messbar machen, was jede Abteilung oder jede Mitarbeiterin dann auch dazu beiträgt, in welche Oberziele das weiter einzahlt, bis hin zum Purpose vom Unternehmen. Und das alles teilst du mit deinen Dienstleistern auch, mit deinen Agenturen, mit deinen Partnern? Genau so ist es, ja. Okay. Sehr spannender Ansatz. Ich glaube, da steckt sehr viel drin, da kann man sehr viel mitnehmen, auch als Marketingkollege. Ich möchte jetzt den Sprung noch weiter zurück machen mit dir, Sascha, vor die Dr. Oetker-Zeit. Jetzt nimm uns ein bisschen mit auf die Reise, wie du eigentlich in die Branche eingestiegen bist. Ja, also ich bin eigentlich 1999, bin ich an der Universität Klagenfurt, habe ich ein Praxissemester machen müssen und das Glück gehabt, in Silicon Valley gehen zu können. Da ich vorher schon, ich sage mit Freunden, die Homepage des Klagenfurter Flughafen zum Beispiel gemacht habe, die erste, oder noch davor bei seiner Spiele-Community am Commodore 64 Spiele geteilt habe, über Akustikkoppler, den heutigen Modems. Also ich habe da schon eine lange eigentlich Tradition im Digitalbereich oder Affinität, was mir einfach Spaß gehabt hat. Und so bin ich eigentlich dann durch Silicon Valley in die Branche gekommen. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich in San Francisco, in New York, Boston und in North Carolina sein habe können, bei damals führenden Unternehmen wie Alta Vista, die damals stärker waren als Yahoo oder Google zum Beispiel, oder auch, Ad-Server-Firmen, Konkurrenten von DoubleClick zum Beispiel, oder auch mit Smart TV oder auch im Wireless-Bereich, hat man sich damals schon beschäftigt. Also war damals eine sehr, sehr spannende Zeit. Das war vor, während und nach dem großen ersten Börsencrash. Und da muss ich echt sagen, das war wirklich eine lehrreiche Zeit für mich, die Bubble direkt vor Ort mitzuerleben. Nimm uns da genau mit, das interessiert mich jetzt. Erstens, wie kann man sich das wirklich vorstellen? Das war ja so ein bisschen das goldene Zeitalter des kommerziellen Internets. Also wie waren die Leute damals so drauf im Silicon Valley? Ja, also man muss wirklich sagen, man hat hier aus Luft Gold verkauft und man hat hier Unternehmen bewertet, wo ich mir immer gedacht habe, entweder sind die alle so gescheit, dass sie das verstehen und ich bin so blöd einfach, weil ich jetzt nicht verstanden, wie die ihr Geld verdienen. Oder, weiß nicht, irgendwas ist da im Gange, ich habe es einfach nicht verstanden. Und da waren auch die Marketingmanager, die haben Stock Options gehabt und haben auf die einen Kredit genommen und sind dann mit einem Ferrari in die Arbeit gekommen. Und jeden Freitag hat es das Kofferspiel gegeben, wo die Firma dann gesagt hat, kommt rein mit den Koffern, alle Mitarbeiter, und wir verlosen immer eine Reise nach Hawaii, wo man direkt von der Arbeit und dem Koffer dann nach Hawaii geflogen wird. Also ich habe es mir nicht erklären können, was da eigentlich los ist und wie diese Unternehmen damals das Geld verdient haben. Ja. Also das war wirklich eine Goldgräberstimmung schätze mal auch großen Partys, großen aufregenden Sachen, die du dort erlebt hast. Bist du da wirklich so der kleine Kärnten aus dem Plattenbau im Silicon Valley, wo da die Partys gefeiert worden sind? Also die haben mir öfter auf den Kopf gegriffen, was da eigentlich passiert ist. Aber war sehr, sehr interessante und lustige Zeit. Ja.
Und was hast du damals, weil du sagst, dass du hast ja einiges auch mitgenommen, ja, weil es sehr lehrreich war. Du bist dort angekommen als der Klagenfurtner aus dem Plattenbau, hast dann einiges dort erlebt, dann ist das Ganze ja gecrashed. Und das war der Beginn deiner Karriere, muss man dazu sagen, ja. Also andere hätten sich dann vielleicht gedacht, okay, das lasse ich jetzt lieber, ich mache doch wieder was anderes. Was ist damals mit dir passiert in deiner Persönlichkeit auch? Ja, ich habe einfach gelernt, dass man immer auf den Bauch hören sollte und einfach pragmatisch denken. Und das Studium habe ich mitgenommen, auch weil ich Marketing und Controlling studiert habe, dass Controlling ein wichtiger Teil ist, weil ich sage, da gibt es einfach Kennzahlen und auf die soll man einfach achten. Man kann zwar visionäre Geschichten anschauen und auch bewerten, aber ich sage, die Controlling-Kennzahlen sind auch wichtig. Das heißt, was ich jetzt einfach gesehen habe, ist, dass ich immer wieder hinterfrage, auch Themen und auch bei einigen Unternehmensbewertungen, Firmenbeteiligungen und so weiter in den letzten 2 Jahrzehnten, wo ich da dabei war, habe ich halt immer wieder diese Fragen gestellt und das war eigentlich gut so, weil manchmal driftet man ab und bewertet Unternehmen eigentlich nicht mehr auf Kennzahlen, sondern nur mehr, was könnte es nicht alles sein. Aber ich sage, das kann man auch machen, aber da kann ich auch ins Casino gehen und auf Rot oder Schwarz setzen. Das heißt, ich glaube, so eine Mischung ist einfach gut an Vision, aber auch an Kennzahlen, wenn man halt Unternehmen bewertet. Ja. Das heißt, du hast damals in der Zeit das gelernt, dass die Mischung gut ist? Oder wie bist du als Genau. Typ damals gewesen? Also war eine dieser beiden Seiten sozusagen das Visionsstarke und das Ja. Kommunikative stärker ausgeprägt? Oder warst du damals eher schon eher der analytische, logische Typ, dem das? Na, also ich war immer eigentlich der Kreative, der eigentlich schon ein paar Schritte weiter gedacht hat. Und 2005, wo ich bei Dr. Oetker begonnen habe, wie gesagt, dass da mein Mentor bei Dr. Oetker und jetzige Geschäftsführer, der Manfred Reichmann, der hat damals schon zu mir gesagt, ja, Sascha, du bist 3, 4 Gedanken weiter, hol mich bitte ab, was du meinst. Und da habe ich einfach gemerkt, und zwar, ich muss einfach das Kreative mit dem verbinden, und zwar auch mit dem Analytischen. Das heißt, ich bin zwar mit dem Kopf 3, 4 Schritte dann weiter, aber wie gesagt, nicht jeder kann diesen Kopf folgen. Und deswegen hat, wie gesagt, der Manfred Reichmann mich dazu gebracht, dass ich immer das verbinde, das Analytische auch mit dem Kreativen, um einfach dann, ich sage, diesen Connect zu schaffen und somit auch die Menschen abzuholen. Und das ist einfach wichtig auch in unserer Branche, dass man hier auch immer wieder achtet gegenüber, wie werden Sachen aufgenommen, wie werden Sachen verstanden und damit man alle mitnehmen kann. Dafür braucht es aber auch eine gewisse Gabe, um sich in andere Menschen hineinzuversetzen, denke ich, weil. Ja, das stimmt schon. Ich sage Gabe, ich sage, man kann natürlich was mitbekommen und manche Sachen muss man sich einfach antrainieren. Und die Mischung macht es, wie gesagt, aus und das habe ich auch gelernt jetzt, wo ich weltweit für Dr. Oetker unterwegs war in unseren Ländergesellschaften. Wir sind da auf allen Kontinenten und haben, wie gesagt, über 40 Offices und da lernt man halt viele Menschen kennen und durch die Übung kommt man da immer weiter und entwickelt sich weiter. Und das macht einfach viel, viel Spaß, weil es ganz tolle Menschen draußen gibt. Ja. Du hast deinen Mentor schon genannt, das ist auch spannend. Das dürfte dann schon so gewesen sein, wenn ich das jetzt verstehe, so, dass der zum richtigen Zeitpunkt auch das Richtige zu dir gesagt hat und dich in die Wege irgendwo aufgegleist hat, oder? Genau, absolut. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen Glück dazu, dass man auf solche Menschen trifft. Okay. Würdest du jetzt jemanden, der in die Branche einsteigt, aufgrund dieser Erfahrungen, ja, das finde ich super spannend, auch diese beiden Seiten, die du jetzt ja verbindest, wie würdest du jemandem einen Tipp geben, jetzt der einsteigt? Ja? Wie, Ja. wie kann er, wie kann er, wie kann er damit starten? Wie soll er damit beginnen? Das ist ja doch recht kompliziert zu beginnen. Ja? Jetzt im Nachhinein leicht zu erklären, aber damals war es ja auch kompliziert. Hast du irgendeinen einen Tipp, wie man das rausfinden kann? Naja, ich würde es immer sagen, ich sage, wie würdest du es deinen Eltern oder Großeltern erklären jetzt, was jetzt die Sache bringt? Das heißt, in Ja. welches Ziel zahlt das Ganze ein? Das heißt, immer wieder zurückzulehnen, jetzt gerade was man macht und versucht dann da die Menschen abzuholen, den Connect schaffen und zwar, wenn ich jetzt was mache, ob es jetzt, ich sage, eine Social Media Kampagne ist, ob es jetzt, ich
ich sage eine Programmatic Advertising-Kampagne, was auch immer halt, aber einfach dann erklären, okay, in welches Ziel zahlt das Ganze ein, wie kann ich das messen und was bringt es? Das heißt, auf Wienerisch vielleicht gesagt, was kostet es, was hat es? Und das heißt, wirklich diesen Connect schaffen. Das wäre der einzige Tipp, alles andere kommt von selbst. Okay, das heißt, du gehst auch jetzt noch immer in die Selbstreflexion und irgendwo auf einer Metaebene stellst du dir diese Frage, um das rauszufinden. Genau. Manchmal gelingt es mir natürlich nicht, weil wir sind alle Menschen und sind in Sachen so drin, wenn wir begeistert sind. Aber ich sage, je öfter, wenn man auf diese Sache zurückkommt, desto besser wird es. Okay, sehr spannend. Sascha, jetzt gehen wir nochmal auf den nächsten Schritt chronologisch ein. Wir haben jetzt deine Silicon Valley-Zeit besprochen. Du bist dann wieder zurück nach Österreich mit dieser Erfahrung reicher. Was waren die nächsten Schritte dann in der Branche beruflich bei dir? Ja, das Lustige war, ich war dann als Student dann im Silicon Valley und habe dann gleich ein Jobangebot bekommen als Marketingleiter für dann Wien, Berlin und London bei Webfree TV und Bluepool, damals aufsträgende, Digitalunternehmen von damaligen Börsenguru Mike Lilacher, der ein bisschen, der einfach mehrere Unternehmen da immer finanziert hat und aufgebaut hat. Und Webfree TV war so der Vorgänger von YouTube, wenn man so sagen kann. YouTube ist 2005 gegründet worden. Und Webfree TV, wie gesagt, ist in den vor 2000 schon gegründet worden und war da sehr erfolgreich eigentlich da unterwegs, aber einfach zu früh an der Zeit. Und da ist es, genau, wir haben damals nämlich auch mit Webfree TV, wie gesagt, Studio auch in Berlin gehabt, wir haben auch in Wien das Fernsehstudio gehabt, wir haben hier interaktives Fernsehen auf News Network oder auch mit Microsoft schon Spielesendungen zur damaligen Zeit gemacht, das war 2002 zum Beispiel. Wir haben in Berlin, wie gesagt, den Deutschland sucht den Superstar live übertragen, die erste Sendung für die Telekom, die Deutsche. Wir haben den Schröder im Studio gehabt und aber auch in Österreich zum Beispiel den Formel 1 Grand Prix Spielberg über GPRS-Technologie am Handy schon übertragen live. Also da ist vieles eigentlich rundgegangen. Und ich weiß nicht, da gibt es noch ein Bild vom Flappy Banner. Das ist vielleicht, Christoph, für dich noch interessant. Und zwar, wir haben 2002 mit Boris Scherf damals, da hat der Etwasurf gegründet, den ersten Flappy-Banner eigentlich geschaltet. Das war ein Videobanner und mit Etwasurf zusammen. Und da gibt es eine lustige Geschichte dahinter. Wir haben dann nämlich so einen Bandbreitensniffer gehabt und wo erkannt wird, wie schnell ist die Bandbreite und welcher Videoplayer wird benutzt und so weiter. Das war damals technisch ganz kompliziert. Und da haben wir die Kampagne für Cello und auch für die Telekom Austria gemacht. Und der Technikchef, der Jürgen Riemer, hat damals das Cookie zum Testen Dauchi-Bauchi genannt. Aber nur zum Spaß. Und der hat es dann vergessen rauszunehmen. Und die Kampagnen, die damals gelaufen sind, haben 80% der damaligen Internet-User in Österreich erreicht. Ich weiß nicht, ob heute noch irgendwo noch Cookies auf Computern herum sind, die noch Dauchi-Bauchi heißen. Aber ich sage, das war damals auch ein bisschen Spaß. Sagen wir so, in der Branche war ich immer schon dabei. Sehr gut. Wenn es jemand im Publikum gibt, der noch ein Dauchi-Bauchi-Cookie am Computer hat, bitte uns zukommen lassen. Das würde mich auch interessieren. Du aber, Sascha, das heißt Webfree TV, damals vor YouTube tatsächlich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, vor YouTube hier aus Wien heraus gestartet. Jetzt seid ihr trotzdem damals nicht von Google dann später gekauft worden etc. Wie ging die Geschichte dann weiter? Ja, also eigentlich zu früh am Markt gewesen. Das Konzept auch war eigentlich super. Die Bandbreiten haben einfach gefehlt. Deswegen war es auch immer wieder so Briefmarkenfernsehen, ist das genannt worden, ja. Und ich sage, von dem her war es eigentlich so, dass dann wie bei diesen Unternehmen es eigentlich war, man hat sich finanzieren müssen. Wir haben mit vielen Unternehmen, mit McDonald's und Columbia TriStar, ich weiß nicht, mit der Telekom, mit so vielen Unternehmen zusammengearbeitet, aber es war leider noch zu wenig Umsatz zur damaligen Zeit, weil einfach zu wenige User dann Fernsehen im Briefmarkenformat anschauen wollten. Und dann ist leider halt Webfree TV Konkurs gegangen. Der erste Konkurs, bevor noch YouTube eigentlich gegründet worden ist.
Du bist aus dem Silicon Valley gekommen, hast den Börsencrash mitbekommen, zurück in Österreich gründest du, bist du dabei bei Web3TV mitbegründet, dann ist das auch zu früh dran. Was war rückblickend von diesen ersten Berufserfahrungen bei dir in dieser Branche? Wie hat dich das geprägt? Also das. Ja, man nimmt ja viel mit. Also man lernt einfach, dass man auch manche Dinge zu früh am Markt sind, zu spät am Markt, aber auch wenn man schon etwas gemacht hat, in ein paar Jahren später wieder super klappen kann. Das ist das wichtigste Learning. Weil ich erlebe sehr oft, dass man sagt, ja, ich habe diese Idee und dann kommt jemand, der vielleicht schon 15 Jahre in der Firma ist und dann sagt er, na, das haben wir schon einmal vor 7 Jahren gemacht, hat nicht funktioniert. Und das ist genau das, ja, dann bewerten wir es einmal neu, probieren wir es. Also das ist für mich auch so ein Learning. Ich sage, man kann etwas, wenn es auch schon nicht funktioniert hat, wieder mal auch gut machen. Und also es sind auch aus der Web3TV-Zeit auch viele Dinge auch entstanden, auch danach, die sind dann super halt aufgegangen, halt nur bei anderen, wie gesagt, auch Unternehmen. Wir haben damals das blätterbare Magazin zum Beispiel entwickelt bei Web3TV. Und Jumbo zum Beispiel wird fast jeder kennen. Ich sage, das hat die Technik noch immer. Also ich sage, das sind Dinge, manche Dinge bleiben halt, entwickeln sich weiter oder das Smart TV oder was auch immer. Also einfach nicht aufgeben, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern das war es eigentlich, ja. Zuerst, du hast dich da nie unterkriegen lassen, aber du bist, wie wir später auch noch sehen werden, beim sportlichen Teil des Gesprächs ja jemand, der auch Ziele offensichtlich sehr durchzieht, ohne da Rückschläge irgendwie von Rückschlägen sich beeinflussen zu lassen. Sascha, jetzt zur gleichen Zeit ungefähr war ja auch der allererste Web-Ad. Der war 2003. Nimm uns auch dahin nochmal mit. Ja. Wie war die damalige Zeit? Wie war der erste Web-Ad? An was kannst du dich noch erinnern? Was ist irgendwo noch im Nebel nochmal vorhanden? Ja. Also wie war es damals und wer war da eigentlich alles dabei? Genau, also ich habe ein paar Fotos mitgebracht aus der Startzeit. Das war wirklich eine super lustige Truppe und wir haben alle eigentlich zusammengearbeitet, weil wir alle Wanderprediger waren, die mit dem Klingelbeutel herumgelaufen sind. Und ich sage hier, wir haben Drachenbootrennen, sind wir mitgefahren. Also auf der Dachterrasse haben wir Grillerei gehabt, zum Beispiel bei mir zu Hause. Wenn man hier auf dem Foto sieht, sind es circa 80% der damaligen Internetbranche. Und wie gesagt, also Gerhard Günther, Marc Kraniger, Boris Scheer von Thomas Cantulli und auch Christine Altlanger-Winter zum Beispiel, hier die jetzt Google CEO von Österreich und der Schweiz jetzt zum Beispiel ist, oder den Doug Crichton hier auf der rechten Seite. Also wir haben viel Spaß gehabt, wir haben gemeinsam die Branche nach vorne entwickelt, haben viel Aufklärungsarbeit geleistet, aber wie gesagt, also nochmals zu erwähnen, der Spaß war immer da und das macht das Ganze ja so schön. Und ich glaube, es gibt ihn noch immer hier in dieser Digitalbranche, obwohl sie sich komplett verändert hat und viel, viel größer und umsatzstärker und was auch immer geworden ist. Ja. Und zur damaligen Zeit, auch mit dem Team von damals, wurde der Web-Ad umgesetzt. Was Genau. kannst du uns darüber noch erzählen, über den allerersten? Ja, also ich bin 2002 in den Vorstand gekommen von Web3TV. Ich glaube, es hat nicht mehr Leute gegeben, deswegen wir haben sie auffüllen müssen in der Digitalbranche. Und damals war die Corinna Höll, glaube ich, sogar Leiterin der Arbeitsgruppe Werbepreis, Online-Werbepreis. Die Susanne Kornfeil war auch damals, kann ich mich erinnern, der Martin Warwin und so. Und damals ist es gekommen, da hat es mal eine Idee gegeben, den Preis Eddy zu nennen. Ich glaube, das war von der Susanne damals noch so die Idee. Und ich habe gedacht, Eddie ist voll cool, ist so wie Effi und so weiter. Und dann ist irgendwie diese technische Beschreibung an Web-Ad gekommen. Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich kein cooles Wort. Also für einen was eher Kreativen wäre Eddie einfach viel lustiger wegen den Ads. Aber gut, im Endeffekt ist es dann der Web-Ad geworden und das ist jetzt seit 20 Jahren eine Institution. Ja, so ist es eigentlich damals gekommen und wir haben die Locations ausgesucht, das hat alles nicht teuer sein dürfen und so weiter und haben da eigentlich wirklich ja, lustige Runden gehabt und haben so den ersten, ich sag, Web-Ad so aus der Taufe eigentlich gehoben. Ja. Weißt du noch, wo das war, die erste Party? Im Technischen Museum war das erste Mal, dann der zweite war in der Babenberger Passage Ja.
Und der dritte dann war beim Am Donauturm. Am Donauturm. Genau. Wie gesagt, da haben wir noch ein Foto gefunden. Und zwar, da sieht man hier den Ralf Kammerberger und den Marc Kraniger. Und oben hängt ein Auto in der Luft. Ich sage, Medianet war damals Sponsor, was man im Hintergrund sieht, also Medienpartner. Und da wurde ein Smart aufgehängt auf dem Donauturm. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch machbar ist, der TÜV oder was immer, da, wenn da drauf schaut, da wahrscheinlich ja, ist schon vielleicht verjährt. Aber da war die Party und der Web-App und am Donauturm dann waren dann Getränke und Brötchen, weil mehr Budget war damals noch nicht da, aber das waren so die Anfangszeiten, ja. Großartig, aber eben auch die Party ist sich ausgegangen am Donauturm, auch jetzt eben, wir haben es vorher schon erwähnt, 80% waren ja eh auf den Fotos schon zu sehen, der Digital-Marketing-Branche. Da sehen genau. Wir jetzt noch auch den 2007er Award. War das dann der erste Award, den du mit Özkar gewonnen hast? Ja, also ich habe damals mit meiner Werbeagentur 2005 einmal Bronze gewonnen, 2007 mit Dr. Özkar und damals war schon in der Remise, wenn ich mich richtig erinnern kann. Mhm. Und die Rosa Grieschen, Marc Kraniger war da oben und der Ballfrader, Robert war der Kommentator, den sieht man hier links am unteren Bild nur ganz, ganz klein. Mhm. Oben, das war damals auch lustig, weil er damals schon die Sprüche so abgelassen und es war echt lustig auch wieder. Aber da war schon viel, viel größer und schon viel professioneller, kann man so sagen, als wie halt in den Beginnen. Ja. In den wilden Anfangszeiten. Ja. Okay. Sascha, jetzt muss ich zum nächsten Block kommen und der ist natürlich sehr, sehr spannend. Ja. Wie ich jetzt schon in der Vorbereitung habe ich einiges durchgelesen darüber, was du schon alles erlebt hast. Und ich würde einfach fürs Publikum dich mal bitten, uns einen Überblick zu geben über die, aus meiner Sicht, muss ich jetzt ein bisschen werten, aus meiner eigenen Sicht sehr extremen sportlichen Herausforderungen, die ich im Leben nie machen würde. Gib uns ein bisschen einen Überblick, was du schon alles privat jetzt sportlich unternommen hast. Ja, also ich wollte einfach, sagen wir so, wunderschöne Orte auf der Welt endlich sehen, aus dem Plattenbau heraus und habe das Glück gehabt, dass ich das dürfen habe und bin dann Marathons auf allen 7 Kontinenten gelaufen, inklusive Antarktis und Nordpol und war da dann, hier sieht man ein Bild vom Nordpol zum Beispiel bei minus 35 Grad, wo man auf den geografischen Nordpol den Marathon auf treibendem Eis eigentlich läuft und da friert dann schon eigentlich das ganze Gesicht ein. Bin da dann auf alle Kontinente, wie gesagt, weitergereist und habe dabei Extrem-Marathons eigentlich mitgemacht. Das war der Outback-Marathon. Hier am Beispiel, ich glaube, jetzt kommen noch 2, 3 andere Bilder noch. Genau, das war der Inca-Trail-Marathon in Peru. Vielleicht kennt jeder den Inca-Trail, den kann man bewandern. Mhm. Und ich sage, das ist nach Südafrika gegangen, den Big-Five-Marathon, wo man zwischen den wilden Tieren, den Big-Five, einen Marathon läuft. Also da gibt es auch ja, lustige Geschichten dazu. Freund von mir hat mich begleitet, der Christian Schwab, der bei Ö3 auch bei den Comedy-Hirten ist und den Comedian ist, ein Bekannter. Und ja, mit dem bin ich den Marathon gelaufen. Und er hat dann gesagt, er läuft nur den Halbmarathon, weil der Marathon geht durchs Löwenland und er hat Angst vor den Löwen. Und da war es eigentlich lustig, weil wir haben dann gesprochen und ich habe gesagt, ja, lauf vielleicht der Löwe. Wie gesagt, wir müssen nur schneller als der Löwe sein. Und dann hat der Christian in seiner humorvollen Art dann gesagt, nein, nein, er muss nicht schneller als wie der Löwe laufen, nur schneller als ich. Und das waren halt so die Geschichten, also, ja, wo wir die Welt eigentlich bereist haben. Wie gesagt, das ist auch in die Antarktis dann noch weitergegangen, einen Marathon hier zu laufen. Und das war hier zum Beispiel. Und wo ich dann in den Marathon Grand Slam Club als erster Österreicher aufgenommen worden bin und derzeit noch einziger bin, habe ich mal gedacht, da gehen ein paar mit dem Schlitten vorbei. Was machen die da in der Antarktis? Dann habe ich sie gefragt, sagen sie, ja, sie gehen zum Südpol. Mhm. 2016 habe ich noch einen großen Traum erfüllt. Ich bin dann mit Skiern und dann Schlitten zum Südpol marschiert, habe alles selbst gezogen mit einer kleinen Expedition und sind dabei bis zu minus 50 Grad dann in Zelten übernachtet ohne Heizung und sind zum Südpol gegangen.
Und du warst der erste Österreicher, der das damals gemacht hat. Ist das richtig, was ich gelesen habe? Na, die Südpol-Expedition war ich nicht der erste Österreicher, weil da hat es ja auch den Hermann Mayer gegeben und den Dom Walek, der den Wettlauf zum Südpol gemacht hat und so weiter. Der hat mir auch Tipps gegeben, der Dom Walek. Und ich war in dieser Expedition der einzige Österreicher, der das gemacht hat, weil viele Menschen gibt es ja nicht, die jetzt diese Expeditionen zum Beispiel machen, aber da hat es einige gegeben, die es vorher auch gemacht haben vor mir. Und da sieht man auch, wenn man dann am Ziel ankommt, da gibt es die Kugel am Südpol. Das ist nämlich total eine lustige Geschichte. Da macht jeder ein Foto und denkt, er war am Südpol. Aber das ist eigentlich nicht so, weil man muss nämlich wissen, dass der Südpol auf einer 3 Kilometer dicken Gletscherzunge liegt. Das heißt, der Südpol ist in fast 3000 Meter Höhe. Und die bewegt sich immer und pro Jahr um die 15, 16 Meter. Und das bedeutet, dass diese Kugel weiter wandert und der geografische Südpol dann auch immer von einem anderen Platz ist. Und da gibt es dann bei der Scott Amundsen Südpolstation eine extra Stange mit einer Münze, die dann dort reingesteckt wird, wo genau der geografische Südpol gerade ist und in einem Jahr wieder versetzt wird. Und das war aber zu meiner Zeit gerade hinter einer Lagerhalle. Und wir haben auch dort ein Foto gemacht, denn wir haben gesagt, es gibt wahrscheinlich viele, die dort ein Foto gemacht haben, aber nicht am richtigen Südpol gestanden sind. Aber ich sage, das ist dann eine kleine Geschichte, da geht es halt um ein paar hundert Meter. Sehr spannend. Aber du warst dann für 16 der einzige Österreicher, der das damals gemacht Genau, hat. Okay. ja. Und Sascha, ich hab gelesen in der Vorbereitung, ihr wart für 16 zu 9 aus der ganzen Welt. Und du hast gesagt in dem Artikel, naja, unterhalten haben wir uns eher weniger. Nimm uns da ein bisschen noch mit, wie war eigentlich das Zwischenmenschliche in dieser Expedition zu 9? Ja, zwischenmenschliche war so ausgelegt, man hat sich den Tagesablauf so vorstellen können. Man ist in der Früh halt aufgestanden, Zeltabbau, und dann ist man 15 Minuten gegangen, ohne zu reden, weil man hat nichts reden können, der Mund war eh zugefroren. Und nach 50 Minuten hat man einen heißen Tee und Schokolade essen müssen, so viel man konnte. Und dann nach 8 Minuten wieder weitergehen. Und das Ganze hat man für 10 Stunden genauso gemacht. Und zwar ist es ja so, wenn du mehr als 8 Minuten dort stehen bleibst, dann kühlt man aus und kann Erfrierungen bekommen. Und deswegen ist es wichtig, das schnell zu machen. Und es ist so, dass man hier so viel wie möglich Kalorien zum Körper hinzufügen muss, weil man, ich sage, zwischen 6.000 bis 10.000 Kalorien pro Tag auch verbrennen kann, weil man in 3.000 Meter Höhe hier anstrengend marschiert über den Schnee dahin mit den Skiern. Und ab 30 Grad minus gibt es keine Gleitfähigkeit. Das ist so, wenn man in Italien in Lignano oder Caorle am Strand mit den Skiern geht. Also man gleitet nicht, sondern es ist sehr, sehr anstrengend dort vor Ort. Aber ich sage, im Zelt, da gibt es dann schon mal Gaude, wenn man in den Schlafsäcken eigentlich ist, bei minus 50 Grad. Und da natürlich fängt man dann zu plaudern und den Schlafsack zieht man dann von oben so zu, dass dann nur mal da ein kleines Loch ist und wo man dann atmet in der Nacht, aber man ist komplett auch im Schlafsack eingemummelt, wenn man so sagen kann. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Jetzt haben wir von diesen Erfahrungen gehört von dir, ja, und da steckt ja noch so viel drin, ja, also die Geschichte mit den Big Five in Südafrika, Wahnsinn. Jetzt lass uns den Connect wieder finden zum Job, zum Beruflichen, zu unserer Branche. Wie hat dich das geprägt? Welche Erfahrungen hast du aus diesen extremen Situationen, in denen du warst und denen du dich gestellt hast, ja freiwillig, hat dich keiner gezwungen, was hast du da mitgenommen für deinen beruflichen Werdegang? Ja. Also eigentlich mehrere Dinge. Das erste ist eigentlich, dass alle Menschen gleich sind auf solchen Orten und das ist einfach schön. Und egal, ob es, wie gesagt, ich sage, ob man ein Mann, Frau oder was auch immer, ob man reich ist, arm ist oder welchen Glauben man hat, man ist einfach gleich. Ich sage, ich habe zusammen geschlafen in der Antarktis mit einem Milliardär im Zweierzelt. Und aus den Mike Bear, aus der Julius Bär Bankdynastie. Und das war total lustig. Der hat Satellitentelefon zur damaligen Zeit dabei gehabt und so weiter. Und durch das Wetter sind wir eingeschneit worden für 10 Tage. Und man ist nicht aus der Antarktis gekommen. Und der wollte zum Thanksgiving-Essen nach New York fliegen zu seiner Familie. Und der hat dauernd telefoniert. Auch er hat sich nicht ausfliegen lassen können. Das heißt, auch mit allem Geld der Welt. Also, und wir hatten dann eine super schöne Zeit. Also, das ist sicherlich das eine, eigentlich, dass
an so Orten, alle Menschen sind gleich. Und ich glaube, das ist auch fürs Alltagsleben wichtig, dass man nicht immer alles so strikt nehmen sollte und versucht, die Menschen zu sehen. Und das ist, glaube ich, mein Credo, was ich da mal mitgenommen habe. Und das Zweite ist, vielleicht kann man die Folie mal einblenden, und zwar beim Südpol, und zwar der Arthur C. Clarke, der hat so Gesetze ausgebracht, und ich sage, mit denen kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren. Und ich sage, mein Credo war immer, the only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible. Das bedeutet, ich war immer so wie ein junger Hund und bin es heute auch noch immer, der überall hinschnüffelt oder auch mal wohin geht, wo man vielleicht nicht gerade darf und einen kleinen Schritt reinmacht und schaut, was ist denn da dahinter? Und somit kann man Sachen eigentlich weiterentwickeln. Und das hat mir auch bei Dr. Oetker das gesehen, dass es funktioniert und mein ganzen Leben und auch bei diesen ganzen Marathonreisen oder Expeditionen. Also ich sage, man sollte immer wieder kleine Schritte machen und das kann nämlich wirklich dann funktionieren. Man muss immer ein bisschen oder man kann über Grenzen gehen und einen Schritt weitermachen. Und dann gibt es zwei andere Gesetze. Wie gesagt, ich bin auch auf der FH tätig in der Lehre, in der Fachschule Kärnten. Und da gibt es das Gesetz, wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Das kann ich auch mitnehmen, weil ich sage, der Mensch, die Menschheit, die Technologien, alles, es ändert sich. Und es gibt nicht schwarz und weiß hier. Ich sage, es kann sich auch etwas weiterentwickeln. Und das Dritte passt vielleicht sehr gut, nämlich zu ChatGPT und so weiter, die Diskussionen der künstlichen Intelligenz. Nämlich jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und das ist wirklich etwas, was man über die Geschichte hin mitnehmen kann. Und ich glaube, mit dem kann man das Ganze auch emotional auch leben. Das sind so meine Credos, kann man so sagen, nach denen ich auch lebe, im Sportbereich, im damaligen, bei den Expeditionen, aber auch als Mensch und auch in der Digitalwirtschaft oder Wirtschaft, wo ich mich befinde. Das heißt, du tickst eben so, dass du das Unmögliche dann unbedingt auch wissen willst. Du bist ein neugieriger Mensch. Offenbar braucht es diese Neugier, gerade in unserer Branche besonders. Und wie gib uns ein paar Tipps, wie man das auch, wenn man länger schon dabei ist, diese Neugier am Leben erhalten kann. Naja, ich glaube, man kann es nicht mit Zwang. Ich glaube, man ist einfach so getrieben und lebt das. Und wichtig ist, dass man auch, wenn man die Nase anrennt, und das ist mir auch öfter passiert, dass man dann nicht einfach aufgibt, sondern dass man es halt immer wieder halt probiert oder auch einen anderen Weg einfach dann geht. Mhm. Und das ist halt etwas, ich sage, das soll man nie aufhören, finde ich halt einfach, und das macht das Leben auch so würzig. Mhm. Sascha, wir sind beide Kärntner, also müssen wir jetzt aber Kärnten reden. Ich freue mich sehr darüber, da es ja schon auch immer eine Diskussion ist in Österreich, wo der Schwerpunkt ist der digitalen Marketing-Szene und wie wir das gemeinsam irgendwie stärker forcieren können über alle Bundesländer hinweg. Jetzt bin ich ja schon länger weg von Kärnten, aber jetzt erzähl uns ein bisschen, wie ist die digitale Marketingbranche in Kärnten so aufgestellt? Ja, man muss sagen, für mich als Kärntner, wo ich auf der ganzen Welt unterwegs war und auch für Freunde, die in der Welt arbeiten, war es immer schwierig, nach Kärnten zurückzukehren. Ich sage, mit Familie zum Beispiel, ich sage, wieder zurückzukommen, einen Arbeitsplatz zu finden, war eigentlich immer sehr schwierig. Mhm. Und deswegen habe ich mir auch Eigennutzen oder auch dann auch, weil das Land einfach so schön ist, mir gedacht, ich möchte auch was zurückgeben und habe dann versucht, auch bei der Fachhochschule Kärnten, ich sage, vor 8 Jahren, wo ich begonnen habe, einfach dann digitales Marketing zu lernen, um auch junge kreativen Köpfen hier das Erlernte aus der Praxis weiterzugeben und auch dann, wie gesagt, dass hier sich Unternehmen ansiedeln. Und das Ganze funktioniert eigentlich schon recht gut. Die Fachschule Kärnten ist da wirklich gut unterwegs, wird immer, also so praxisnah ist, siedeln sich immer mehr Unternehmen an, so wie der Lakeside Park in Klagenfurt, da arbeiten jetzt schon 1100 Leute als Technologiepark und 4 Startup-Unternehmen. Oder auch die Infineon zum Beispiel hat 5500 Mitarbeiter hier. Und der Raum Villach, also das heißt,
fast jede achte Person, wenn man jetzt nur viel auch hernehmen würde, arbeitet schon bei der Infineon. Also da geht einiges voran, weil was gibt Schöneres, sagen wir so, als in einem Tourismusort zu arbeiten, wo andere eigentlich dann Urlaub machen. Aber es ist ein langer Weg bis dorthin und auch der wird noch weitergehen. Und da ist wichtig, dass dann die Universitäten, die Fachschule Kärnten, die das sehr viel macht, auch mit der Wirtschaft eng zusammenarbeitet und aufbaut. Ja. Das wird noch länger dauern, sagen wir so, dass dann hier auch im digitalen Marketing immer mehr Unternehmen halt kommen. Also das kann man von heute auf morgen irgendwie nicht machen, aber es gibt einen guten Plan. Okay, das heißt, es tut sich sehr viel und die Szene ist im Um- und Aufbruch. Kannst du uns ein bisschen auch mitnehmen, wie ist die Agenturszene in Kärnten aufgestellt? Wie sind die Skills und Kapazitäten, so aus deiner Sicht jetzt mal zumindest? Ja, wenn man jetzt digital Marketing hernimmt, es gibt ein paar gute Agenturen, die auch viele Mitarbeiter haben, aber der Großteil in Kärnten sind halt eher ein, zwei, drei, wie gesagt, Personenunternehmen. Und weil einfach hier der Tourismus sehr stark im Vordergrund steht. Und wie gesagt, wir haben auch viele, viele Freunde, die in Frankfurt, in Wien und so weiter arbeiten. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit Wien oder sowas, wenn man so sagen kann. Aber ich sage, es tut sich etwas, es gibt kreative Köpfe und ich hoffe, dass sich da auch immer mehr halt auch Unternehmen in dem Bereich ansiedeln, dadurch auch die Agenturen vor Ort und so weiter, dass da eine gute Mischung kommt. Man kann auch sehr viel, wie gesagt, mit MS Teams machen oder so weiter. Also schauen wir mal, wohin es geht, aber ich bin eigentlich positiv, dass auch die Agenturszene sich hier gut weiterentwickelt. Aber es gibt hier auch wirklich gute Köpfe. Mhm. Sascha, wir nähern uns dem Ende. Ich möchte dich jetzt noch ein paar Fragen möchte ich dir stellen, die vielleicht schneller zu beantworten sind oder auch nicht. Ja, wir haben ja auch Zeit. Und zwar, welche Bücher oder auch Webseiten oder Podcast kannst du empfehlen für das Publikum? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Christoph, ich habe in meinem Leben nicht viele Bücher gelesen. Ich habe mir lieber die Videos dazu angeschaut. Also ich muss sagen, ich hole mir die Informationen aus den verschiedensten halt Quellen. Der IAB ist sicherlich eine tolle Sache, damit man sie auf den Laufenden halten kann. Es gibt, wie gesagt, ein paar gute Bücher im Springer-Gabler Verlag, was halt Wirtschaft eigentlich betrifft, aber auch Branchen-Newsletter. Also ich möchte nicht sagen, jetzt, es gibt den oder den, jetzt explizit und um den möchte ich jetzt da herausstreichen, weil es gibt so viele gute Informationsquellen. Deswegen würde ich es mir auch nicht anmaßen, dass ich den Tipp geben, okay, bitte schaut euch den an, sondern das muss jeder für sich am besten da entscheiden, welche Infos er haben möchte und was man eigentlich dann herauslesen könnte. Ich kann natürlich empfehlen, den Quick Guide Digital Marketing Roadmap, den kann man auf jeden Fall durchlesen, das ist meine Empfehlung. Danke. Sascha, und jetzt vielleicht schaffst du bei der Frage eine Festlegung. Was ist eigentlich dein Lieblings-Online-Marketing-KPI? Ja, das ist der Return on Investment. Mit dem kleinen M vorne, auch Marketing-ROI. Also wenn man dann aus der Marketing-Branche dann denkt. Aber der ROI ist mein Liebling. Ja. Weil ich davon ableiten kann, wohin stecke ich den Marketing-Euro? Wo kommt am meisten zurück? Und davon kann ich ableiten, wenn ich das Ganze gut messbar mache, und zwar, wie kann ich am effizientesten die Euros einsetzen? Über alle Taktiken hinweg? Über von Awareness bis zu Performance? Man wird bei Awareness nicht 100% in Real-Time jetzt messbar alles machen können, aber ich kann, wie gesagt, auch, Brand-Uplift-Studien, ich kann auch, bei Dr. Oetker setzen wir das ökonometrische Modell zum Beispiel ein, Modeling, wo man hier auch schauen kann, welche Zielfaktoren jetzt beeinflussen hier den ROI oder den Absatz oder Umsatz und so weiter. Also da gibt es einiges. Ja. Die nächste Frage passt wahrscheinlich dann sehr gut dazu und ist vielleicht sogar schon beantwortet. Worum geht es im Marketing?
Also ich würde sagen, im Marketing geht es darum, einfach KonsumentInnen zu begeistern. Und es ist, glaube ich, überall in der Branche, und das muss man auch aussprechen, wenn sie begeistert sind, auch dann zum Kauf einer Dienstleistung oder auch eines Produkts einfach dann zu führen. Okay. Welchen TikToker folgst du, Sascha? Boah. Ich muss sagen, ich folge nicht jetzt einer oder einem, sondern ich bin Branchen. Also gerade jetzt, was Kochen und Backen und sowas betrifft, bin ich da eigentlich auch viel unterwegs und weil es mir einfach interessiert und auch halt im Sportbereich. Also ich würde eher da um Branchen sprechen, als jetzt um einzelne Persönlichkeiten. Ja. Die Frage war natürlich auch bewusst gemein gestellt. Das heißt aber, du bist auf TikTok. Eben, da kommt wahrscheinlich mutmaßlich jetzt deine Neugierde durch. Du schaust dir das an. Ich bin aber verhalten über den Firmen-Account. Also ich bin vielleicht auch schon ein digitaler Dinosaurier. Und manchmal ist es so, dass ich mich da nicht selbst jetzt irgendwie präsentieren möchte, sondern halt da rein schnüffeln. Also das sagt man ja so schön, dass wie viel 6% machen den Content, der Rest sind eigentlich die recherchieren. Und davon bin ich einer von denen. Ja. Nutzt das also zur Recherche. Genau. Sascha, Programmatic oder Social? Programmatic. Ist auch in Social integriert. Das wird für Feinspitze interessant. Aber grundsätzlich Programmatic, weil? Ja, weil das nicht die Zukunft ist, sondern weil es einfach, ich sage, durch wieder analytische, kennzahlengetriebene Maßnahmen gesetzt werden, die immer wieder gemessert und Effizienzen gesteigert werden. Über alle Touchpoints hinweg. Also da wird noch vieles Großes passieren und das alles mit künstlicher Intelligenz. Also manchmal ist es nicht so intelligent noch derzeit, aber es gibt schon tolle Ansätze und ich glaube, das ist schon und das wird immer mehr uns in den nächsten 10, 20 Jahren beschäftigen. Meine letzte Frage, Sascha, und die wird vielleicht ein bisschen groß wieder. Ich probiere es trotzdem. Worum geht es im Leben? Ich würde sagen, um Zufriedenheit, wenn man sich selbst sieht. Und ich würde auch sagen, dass man und Menschen glücklich zu machen. Das sind diese zwei Sachen, wo es mir geht. Aber ich glaube, jeder hat da andere Ansätze. Und ich muss sagen, es gelingt mir sicher nicht jeden Tag. Aber ich sage, das ist so ein Grundspirit oder Credo, den ich eigentlich habe. Zufriedenheit und andere Menschen glücklich zu machen. Sehr schön. Mhm. Wir blicken jetzt mal ins Publikum und schauen, welche Fragen hier eingetrudelt sind. Also, ich darf mal verlesen. Mhm. Moment. So, da gibt es mal den Gerhard Günther, der sich freut auf den Fotos, da ihr alle sehr jung wart. Dann gibt es noch sehr gute Tipps für weitere Informationsquellen. Internetworld.at natürlich, die Jetzt-Konferenzen können wir an der Stelle auch empfehlen. Absolute Empfehlung, das IAB Digital Marketing Handbuch, auch wunderschön designt. Universitäten sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Dann haben wir eine Frage, Sascha, wenn du nur mehr eine Marketingaktivität machen könntest, welche wäre es? Welche wäre es? Ja, welche wäre es? Ich meine, wenn ich jetzt bei Dr. Oetker bin, ich würde Google Ads schalten, weil ich durch die ROI-Modelings weiß, dass wenn wir Konsumenten zu Rezepten führen, die zu 90% dann auch die Produkte zu den Rezepten, wo sie dann auch die Kuchen oder Torten zubereiten, auch von Dr. Oetker kaufen. Okay. Gut. Aber die Frage ist fies, weil ich sage, es gibt natürlich viele Sachen, aber natürlich, wenn man nur auf eine beschränken müsste, dann würde ich das machen. Ja. Die nächste Frage wird eingeblendet, Sascha. Was siehst du als größte Herausforderung der digitalen Neuzeit? Was würdest du gerne gelöst wissen? Ja, also die größten Herausforderungen finde ich, wir sind jetzt in einem riesen Umbruch. Das ist so ähnlich wie im Jahr 2000, wo ich im Silicon Valley das mitbekommen habe. Und wir haben jetzt Themen aufgemacht, die Büchse der Pandora mit künstlicher Intelligenz.
Und wenn ich jetzt ehrlich bin, wir haben noch nicht alle Unternehmen oder Babyboomer-Generationen mitgenommen, noch was Banner-Werbung ist, Programmatik ist oder Smart TV und so weiter. Also eigentlich so die Wirtschaft mitzunehmen auf dieser Reise, das finde ich die größte Herausforderung, dass oft einfach die digitale Wirtschaft schneller ist, als wir überhaupt dann als Wanderprediger hier die Branche weiterentwickeln können. Und das würde ich sagen, das würde ich am liebsten gelöst wissen. Also ich glaube, dann würde auch Österreich als Wirtschaftsstandort und so weiter noch viel schneller sich entwickeln und besser, sagen wir so. Ja. Und ja, und das Zweite, was ich gelöst haben möchte, ist, dass Alexa endlich einmal mich versteht und richtig antwortet. Baut Dr. Oetker schon eine Metaverse-Experience auf von Max Mondl? Nein, Max, ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht und ich kann mich noch erinnern an Second Life. Das war, glaube ich, 2007 oder so oder 2008 in der Richtung. Und damals hatte ich auch schon gedacht mit Avatar und so weiter. Und vielleicht liege ich jetzt falsch, aber ich habe mir dann einfach gesagt, das ist eine super Sache. Aber ich glaube, es ist so, dass ein Trend ist, der dann wieder eine Zeit gelaufen ist und sich dann wieder legt. Und was ich gemacht habe, ist wieder die ROI-Modelings rausgenommen. Und da gibt es so einfache Sachen wie Content-Marketing, da gibt es Google-Ads zu machen und so weiter, die für unser Business dann viel höheren ROI eigentlich hat, als wenn wir jetzt Ausflüge machen in so tolle Welten. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz. Vielleicht liege ich da komplett falsch, aber ich sage, wenn es wirklich wie Raketen hat durchstartet, dann würde ich auch, wie gesagt, dabei sein. Wir sind auch schnell, wenn wir sehen, bei Trends, die dann auf einmal aufgehen, so wie TikTok, jahrelang in Österreich geschlummert. Wie gesagt, jetzt geht's ab wie eine Rakete. Wir sind dabei, also wir sind auch ziemlich schnell als traditionsreiches Unternehmen, das über 130 Jahre alt ist. Ja. Der liebe Andreas Krasl, zuerst eine Frage von der Elisabeth Frank. Jetzt wird der hin und her geswitcht. Bleiben wir beim Andreas Krasl zuerst, liebe Technik. Der erinnert sich an die Flash-Streaming-Banner-Battle zwischen euch und der E-Projects und glaubt bis heute, dass die Banner hübscher waren von ihm. Also das Battle geht für ihn weiter. Kannst du dich, jetzt Zwischenfrage von mir, kannst du dich noch an Klickraten der damaligen Zeit erinnern, Sascha? Ja, also überhaupt die Layer-Ads oder Shape-Pop-Ups, die waren dann bis 10% oder sowas oder mehr. Mhm. Und zum Andreas muss ich sagen, ich gebe ihm ja recht, dieser grafisch waren seine schöner. Und er hat Flash einfach die Technologie benutzt, wir dann Windows Media Player kriegt er mit Sniffer. Mhm. Und Flash ist leider eingestellt worden, lieber Andreas. Na, aber dann ist er HTML5 gekommen. Aber ich muss auch sagen, mit dir war es wirklich ein großer Spaß. Zu Beginn war es eine Rivalität mit Videobannern und was aber dann eigentlich zu einer Freundschaft geführt hat. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich ihn einmal, Andreas, wenn ich dir mit Flieger irgendwann mal getroffen habe oder so, wo du in die Schweiz geflogen bist, mit dir zu plaudern. Also ja, war eine nette Zeit und genau so ein Wettbewerb entwickelt die Branche weiter. Und schauen wir mal, wie viel es Videobanner jetzt schon gibt und auf die Basis eigentlich wir damals die Grundsteine gelegt haben. Ja. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt die Frage von der Elisabeth, Stichwort digitaler Humanismus. Wie siehst du die Verantwortung von Marken? Spannend. Mhm. Ja, also ich sage, Marken sollten immer meiner Meinung nach auch verantwortungsvoll sein. Deswegen ist er, gibt es auch den Purpose dahinter, hinter Marken. Also muss ich klar damit beantworten, also Marken haben eine große Verantwortung und haben ganz andere Kriterien, wie gesagt, als Non-Brands oder was auch immer in diesem Feld. Also, und da ist es halt bei Dr. Oetker so, dass hinter der Marke auch eine Familie steht, die auch noch Oetker heißt. Und da sehen wir es einfach, da wird sehr oft auch wenn es für uns okay ist, auf einmal kommt der Anruf und die Oetker-Familie bittet, um manche Sachen zu entschärfen oder was auch immer, um einfach hier immer den Namen, die Marke hier zu schätzen. Und ich sage mit Wertschätzung auch mit KonsumentInnen und auch mit dem Mitbewerb zum Beispiel dahinter sein. Also ich sage,
Humanismus ist in dem Familienbetrieb, wo ich arbeite, auch groß geschrieben. Der Mensch zählt auch hier, auch im digitalen Zeitalter, wenn ich so sagen kann. Vielen Dank für die Fragen aus dem Publikum und die Meldungen generell. Die haben es auch noch stärker bereichert, das Gespräch. Lieber Sascha, wir sind am Ende unseres Gespräches. Ich danke dir wirklich sehr, sehr herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt bei diesem allerersten Fireside-Chat mit dabei zu sein. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ja. Auch die Insights, die du hast mit all dem, was du erlebt hast, bis hin zu dem, worum es dir im Leben geht und ich möchte auch auf die drei Grundprinzipien nochmal hinweisen. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Vielen Dank dafür. Fürs Publikum, es wird auch einen Stream geben zum Nachschauen auf YouTube. Das heißt, da kann man das alles nochmal auch sich in Ruhe ansehen und sich inspirieren lassen. Bevor ich die nächsten Chats ankündige, möchte ich mich noch bedanken bei der Arbeitsgruppe Network vom IAB, bei dem Fireside-Organisationskomitee, bei der Pauline Schreuder, der Helene Rober, danke auch der Pia Meier, die da alles für uns sehr, sehr gut technisch aufgesetzt hat und sich da vollständig um alles gekümmert hat. Vielen Dank. Und natürlich auch der lieben Karin Duft. Ein paar Ankündigungen in eigener Sache des WebEds. Morgen startet die Einreichung. Also morgen geht's los. Bitte, es steht wieder an. Wir haben, das gehört, 20 Jahre Jubiläum, ein ganz besonderes Jahr. Unbedingt einreichen. Und die nächsten Fireside-Chats sind auch schon geplant am 27. Juni mit der Rosa Merlicek. Sehr spannend auch. Und total spannend auch die Andrea Unger-Posch. Beides wird moderiert von meinem lieben Kollegen Markus Planck. Und ich danke nochmal dir, Sascha. Gerne. Vielen Dank. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei diversen Veranstaltungen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Ciao.